Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück. Ja, moin, ist doch gut. Zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Kingdom Come Deliverance. Die DLC, will ich es mal weiterhin nennen. Wir sind momentan als Therese unterwegs, was wir anhand unseres deutlich gewachsenen Vorbaus erkennen. Und nachdem wir nun hier alle zur Arbeit motiviert haben, ist es Zeit für uns nach Rattay zu gehen, um dort die Nägel abzuholen. Wer das Hauptgame mit mir gespielt hat, erinnert sich. Da waren wir dann noch der gute Heinrich und haben auf ihren Arsch geblickt mit unserem Vater zusammen. Diese Szene erleben wir dann jetzt gleich mal aus dem anderen Blickwinkel. Ich glaube, wir müssen da lang, ja. Hallo? Pferd? Wie geht es dir? Ja, ist doch gut, Spitzer. So, wir folgen mal dem Weg. Das ist der, den wir später runtergerannt sind, als wir vor den Kumanen geflohen sind. Insofern machen wir uns dann auch mal hier entlang. Und nehmen da direkt die Abkürzung. Spitzer begleitet uns, damit wir nicht alleine unterwegs sind. Der war seinerzeit damals noch nicht dabei. Aber naja, das ist so ein kleine Änderung im Raumzeitkontinuum. Das passiert mal. Na, Spitzer? Ja, mit dir ist auch eh lustiger als ohne. So, müssen wir da schon hoch? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir gehen mal hier den Weg hoch. Ist ein bisschen steil. Man sieht jetzt so echt so ein kleiner Trampelpfad. Ist jetzt auch nicht unbedingt der sicherste Weg, aber er führt ans Ziel, insofern. Alles gut, wenn er gleich nicht abgeschlossen ist oder so. Nein, hier kommen sie nicht rein. Dieser Weg ist nur zur Flucht gedacht. Da sehen wir das schöne Rattay nochmal wieder in normal. Man hatte leider ja nicht allzu lang das Vergnügen. So. Da sind wir auch schon. Da ist die Burg, in die wir nie rein durften. Taubenschlag. Und dann müssten wir auch schon gleich... Genau, hier... Ach, geil. Ist doch gut, Spitzer, das sind doch nur ein paar Pferde. Hier ist der lustige Typ, der... Ja, da ist er. Na, bist am Heu durch die Gegend bewegen? Jo, machst du schön. Alarm, sag ich mal nur. Eilt herbei. So, und da ist Heinrichs Haus. Und die Schmiede. So, da wollen wir mal eben die Nägel abholen. Das wird schon hart gearbeitet, oder wie? Nichts vom Schmied zu sehen. Wo könnte er sein? Gute Frage. Ich sehe nur ein bisschen Glut. Hier wird auch nicht mal gearbeitet. Sprich mit dem Weib des Schmieds. Ja, dann wollen wir mal mit dem Weib sprechen. Mit dem Weibesbild und fragen, wo denn der Herr des Hauses ist. Ist irgendwo, ach, da hinten sitzt sie. Da, da, da. Haut sich da morgens schon die Biere rein, wie man sieht. Heinrichs Mutter. Hallo. Gott segne dich. Wie kann ich dir helfen? Also es wäre schon hilfreich, wenn du mich anblickst. Vater schickt mich wegen der Nägel. Ich soll für Vater Nägel holen. Aber in der Schmiede ist niemand. Ja, tut mir leid. Martin musste in die Burg, um mit Herrn Ratzig zu reden. Er schmiedet nämlich ein Schwert für ihn. Oh, verstehe. Und sind die Nägel für Vater fertig? Leider hat er es wegen des Schwerts nicht rechtzeitig geschafft. Ich muss dich auf morgen vertrösten, dann sind sie fertig. Ich sag es ihm am Abend nochmal. Gut, ich komme morgen wieder. Tu das, Liebes. Ach übrigens, die Mädchen haben nach dir gesucht. Wer denn? Bianca und Johanka. Du könntest sie auf dem Weg nach Hause besuchen. Bestimmt führt ihr etwas im Schilde. Ach, wir doch nicht. Weiß ich nicht, aber es schien wichtig zu sein. Insofern ging es vermutlich um Jungs. Natürlich, und was sonst? Ich hab genug von Jungs. Nee, natürlich, die Lenden brennen. Weißt du, man will auch irgendwann ja mal so ein Sprössling gebären, deswegen komm daran hier. Daran ist doch nichts verwerflich, oder? Du warst auch einmal jung und hast mit Jungs getanzt. Ach, und jetzt bin ich eine alte Vettel? So war das jetzt so nicht gemeint. So habe ich das nicht gemeint. Ich hab nur gescherzt, Mädchen. Ihr jungen Hüpfer sollt ruhig das Tanzbein schwingen. Macht das Beste aus eurer Jugend. Denn ehe man sich's versieht, findet der Vater einen Ehemann und man muss sich um die Kinder kümmern. Ja. Hoffentlich nicht allzu bald. Danke fürs Bescheid sagen. Ich hole dann morgen die Nägel ab. Gern geschehen. Ach, und noch etwas, Theresa. Hast du Heinrich irgendwo gesehen? Wenn er seinem Vater mehr in der Schmiede helfen würde, wären die Nägel fertig. Ich habe ihn nicht gesehen. Bestimmt fuchtelt er wieder bei diesem Kampfmeister mit dem Schwert herum. Wenn er den Schmiedehammer so oft schwingen würde wie das Holzschwert, hätten wir genug Nägel. Hätte, ne?
So. Na gut, jetzt bin ich ganz umsonst hier hochgelatscht. Voll gut. Aber, damit das nicht ganz so schlimm ist, eben aus dem Topf rausschüren. So, überfressen jetzt. Oh, jetzt bist du auch, Theresa, auch zu dick. Theresa, du musst doch auf deine Figur achten. Wir haben doch gerade noch mit den Jungs, von den Jungs über die Jungs gequatscht. Und jetzt haut sie sich hier den Eintopf rein und wird dick, ne? Okay, so, was haben wir hier? Finde heraus, was Bianca von dir will. Kehre zurück zu deinem Vater. Was ist C? Finde heraus, was Bianca von dir will. Gehen wir erstmal zu Bianca, die ist näher dran. Lololololo. So, mal gucken, was Bianca und ich so planen. Irgendwas muss da ja los sein. Wo geht's denn runter? Ach, hier, durch das Tor wäre wahrscheinlich so der geeignete Weg. Er ist hier den ganzen Tag am Heuschippen, wirkt auch nicht weniger. Das machst du toll. Das machst du. Oh, ist mal Pause jetzt, ne? Oh, kacke, ich werde beobachtet, ich muss weitermachen. So, mal sehen, was hier wieder im Schilde geführt wird. Ach ja, schon fast schön. Oh, man kann den Hund fassen lassen. Fass! Ja, gib mir irgendwelche. Grüß dich, Gott segne dich. Fass! Kommt die Irre an. Da ist sie wieder mit ihrem irren Hund. So. Wo ist sie denn? In diesem Gebäude. Das heißt, ich muss erstmal den Eingang finden. Mehr brauche ich heute auch nicht. Das war Norbert. Moin! Adam, alles gut? Ach, die arbeitet, glaube ich, in der Schenke, ne? Jo, Bianca, hallo. Was gibt's denn? Bianca, warum bist du denn schon so früh wach? Ach, Vater kommandiert mich von früh bis spät herum. Du kennst das ja. Ja. In der Tat. Schön, dass du hier bist. Du musst mir unbedingt helfen. Würdest du für mich bei Heinrich vorbeischauen? Er ist beim Schafpferch an der Palisade, wie immer. Ach, spielt er wieder mit dem Holzschwert herum? Er bereitet sich auf sein Leben als mächtiger Krieger vor. Immerhin kann er dich dann mit dem Holzschwert vor gemeinen Schurken beschützen. Ach ja, die kindischen Jungs. Hör zu, kannst du ihm ein Bier von mir bringen? Warum bringst du es ihm nicht? Wenn Vater das sieht, zieht er mir das Fell über die Ohren. Aber bei der Hitze braucht er doch was. Schon gut, ich bringe ihm das Bier. Hab Dank und sag ihm, dass das Bier von mir ist. Jeder weiß, dass das Bier in Scarlett von dir und deinem Vater ist. Du weißt, was ich meine. Ach, und Thea, komm zurück zu mir, wenn du ihm das Bier gebracht hast. Ich rede in der Zwischenzeit mit Vater. Wir müssen danach nämlich wohin? Ich erzähle dir später mehr darüber. Und jetzt geh, sonst wird das Bier warm. Wir müssen wohin? Bier für Heinrich. Ja, siehst du, jetzt darf ich auch mal noch ein Bier überbringen. Schön warm und schal, wie sich das gehört. So schmeckt ein Bier. Spitzer, du musst entspannt bleiben. Alles wird gut. So, erstmal auf die Map gucken, wo wir hin müssen. B. Bringe Heinrich das Bier. B wie Bier. Das passt doch perfekt. Gut, dann mal los. Der Weg stimmt. Dü, 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 dü. Moin. Ja, super, du. Ich trage gerade ein Bier durch die Gegend und beeile mich ein bisschen, damit das nicht schal wird für den Heinrich. Am liebsten würde ich das selber trinken. Guck mal da. Jo, können wir ein paar Schafe. Oh, das hier, das möchte ich nicht mehr. Das legt sich lieber hin. Oh, kein Bock jetzt vor dir wegzurennen. Wah! Was ein echter Fuchs ist, der treibt auch mal ein paar Schafe durch die Gegend, ne? Ja, ja. So. Alles gut, Leute. Ich tue euch doch nichts. Ich habe nur ein bisschen mit euch gespielt. Oh, Heinrich ist hart am Üben. Gott sei mit dir, Heinrich. Und pass auf dich auf. Guten Tag, Theresa. Upsala. Du, ich habe ein Bier für dich. Ich habe ein Bier für dich. Ich habe ein Bier für dich. Genau das, was du nach einer Schlacht brauchst. Ja. Oh, toll. Heute ist es so heiß wie in Vaters Schmiede. Lieb von dir, dass du mir ein Bier gebracht hast. Es ist von Bianca. Es ist von mir. Nein, wir lügen nicht. Es ist von Bianca. Bianca hat mich geschickt. Ihr Vater will nicht, dass sie hierher kommt. Ah, verstehe. Ich werde sie heute Abend vergelten. Ich will gar nicht wissen, wie. Warum übst du denn heute alleine? Sonst ist da doch immer dieser Vagabund. Wie heißt er? Vanjek. Und er ist kein Vagabund, sondern ein fahrender Kampfmeister. Nun, augenscheinlich kampfmeistert er heute woanders. Oder er schläft seinen Rausch von gestern aus. Nun ja, da ich keinen Gegner habe. Hättest du Lust auf ein bisschen Spaß? Also mit dem Schwert, meine ich. Ich kann's dir zeigen. Ich soll kämpfen? Klar,
Warum nicht? Ich nehme deine Herausforderung an. Nein, das ist nichts für ein Mädchen. Ach komm, wieso nicht? Also gut. Das gibt 100 pro Ärger. Aber sei gewarnt, mit dem Besen erwische ich eine Maus selbst im Dunkeln. Ich wusste doch, dass Kämpferblut in dir fließt. Dann mal los. Dann mal los. Okay, jetzt wird's wieder scheiße. So. Mädchen, zeig dir, was in dir steckt. Wer den anderen zuerst 10-mal trifft, der hat gewonnen. Was, wenn ich dir wehtue? Ach, keine Sorge. Das stecke ich weg. Oh. Okay, das ging schon gut los. Ich wollte zustechen. Au. War das nicht mittlere Maustaste? Doch, war mittlere Maustaste. Da, jetzt habe ich irgendwie zugestochen, aber ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Mir wäre so, als wäre das die mittlere Maustaste gewesen, aber vielleicht irre ich mich auch. Ne, ist die rechte. Hat jemand mitgezählt? Gewinnen wir? Ich glaube nicht. Kämpfen noch nicht. Alter, ist wieder so lange her. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Ich habe jetzt gedacht, die machen da nochmal ein Tutorial draus oder so. Nö. Man wird hier einfach auf Heinrich losgelassen und soll den mal verprügeln. Das ist eine super Idee. Wow. Und Theresa verausgabt sich hier aber richtig, Alter. Ey, das ist nicht nett von dir, Heinrich. Ich bin eine Dame. Hab ich gewonnen? Sei nicht so schüchtern. Es gab auf jeden Fall ein Achievement. Wie du willst. Ich bin doch ein Schwertmeister. Ich sag euch das. Ich bin Schwertmeister. So etwas schickt sich nicht als ehrbarer Ritter. Jetzt werde ich wohl oder übel um meine Ehre kämpfen müssen. Nimm das, du Schürzenjäger! Geht es dir gut? Es ist nichts, alles gut. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Bist du mir böse? Nein, natürlich nicht. Das war einfach dumm von mir. Das kommt davon, wenn man frommem Mädchen mir nichts, dir nichts auf den Afterballen schlägt. Den Afterballen? Was ein schönes Wort. Nein, schon gut. Nur ein paar Splitter und Kratzer. Und ich wollte dir gar nicht... Du weißt schon. Nun zeig schon. Lass gut sein, es ist harmlos. Heinrich, du kennst den Spruch. Wer zum Schwert greift... Soll durch Splitter umkommen? Der Afterballen, meine Freunde. Das ist das Wort des Tages für mich heute. Schon besser. Oh oh, jetzt nicht küssen, sonst gibt's Stress. Oh oh, da funkt das ein bisschen. Das ist nicht so gut. Jetzt trinkt die das Bier. Was ist denn da los? Vergiss nicht, Bianca das Bier zu vergelten. Gibt's ja wohl nicht. Tja, ihm fast die Hand gebrochen, sein Bier getrunken und jetzt hier mit Vollfraß Schweinemodus wieder zurücklatschen. Und bei Bianca, wir wollen nicht alles erzählen, ne? Wir haben das Bier überbracht, das ist das Wichtigste. Sie muss nicht jede Einzelheit erfahren, sie könnte etwas eifersüchtig werden. Spitzer rennt sie wieder vor. Ja, der passt auf uns auf. Okay, und bist ein bisschen im Weg. Gut, dann wollen wir ihm Bescheid sagen, dass wir das alles ordentlich gemacht haben. Wir sind ja eine gute Freundin. Hallo, Theresa. Hallo. Na du, alles gut bei dir? Moin, hallo. Wie hübsch das aussieht, oder? Wahnsinn. Guten Tag. Wo ist sie denn jetzt? Oh, hat sie sich erstmal hingesetzt? Ja, man will ja auch nicht zu viel arbeiten, ne? So, Bianca, ich habe dein Bier überbracht. Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Ich sollte vorbeikommen. Was wolltest du denn sonst noch? Da gab es doch noch etwas, oder? Hast du Heinrich das Bier gebracht? Ja, natürlich. Hab ich? Sehr gut. Was hat er gesagt? Wir haben mit Schwertern gekämpft. Er hatte niemanden zum Üben, also habe ich mit ihm gekämpft. Etwa mit einem Schwert? Ja, und ich habe mich gut geschlagen. Naja, ehrlich gesagt, zu gut. Ich habe Heinrich übel an der Hand erwischt. Also wirklich? Ich wusste ja nicht, dass du so ein Raubein bist. Der Esel wollte es nicht anders. Vielleicht dämpft es ja ein bisschen seine Abenteuerlust. Hoffen wir das Beste. Jetzt kann ich dir ja sagen, was ich noch wollte. Lust auf einen Waldspaziergang? Jetzt gleich?
Willst du mir etwa unter den Kiefern den Hof machen? Ich brauche Zutaten, um Heinrichs Lieblingsschnaps brennen zu können. What the fuck? Weißt du, so andere, die bringen so Blumen oder ein leckeres Abendessen oder sowas. Und sie, ich brauche Zutaten, ich muss doch Schnaps für Heinrich brennen. Heinrich schon wieder. Welche Zutaten brauchst du denn? Was fehlt dir denn noch? Ich habe alle Zutaten bis auf Tollkirschen. Aber ich kenne da eine gute Lichtung. Tollkirschen? Tollkirschen? Die sind doch hochgiftig. Nicht, wenn man mit ihnen umzugehen weiß. Also bisher habe ich niemanden vergiftet. Okay. Heinrich schon wieder? Heinrichs Lieblingsschnaps. Aha. Ja, ich möchte ihm den Schnaps morgen schenken. Wusste ich doch, dass es wieder um Heinrich geht. Ach, so ist das halt, Thea. Du wirst auch noch deinen Prinzen finden. Das sagt sich so leicht, wenn man in der Schenke arbeitet, wo man den ganzen Tag Männer um sich rum hat. Ich habe nur Mehlsäcke um mich rum. Oh. Was ist mit Bischek? Bischek? Ja, heirate ich einen Mehlsack. Hast wohl recht. Dein Vater würde Bischek eh niemals akzeptieren. Neulich, als dein Vater ein paar Bier zu viel hatte, hörte ich ihn sagen, dass er für dich den reichsten Mann weit und breit finden will. Oh je. Ich hoffe, nüchtern denkt er nicht auch so. Warum gehst du nicht einfach alleine? Mein Vater hat etwas dagegen. Angeblich hat neulich jemand einen Wolf gesehen. Was? Hier bei uns im Wald? Angeblich. Der alte Blaha soll ihn gesehen haben, aber der ist ja nie nüchtern. Ich will trotzdem nicht alleine gehen. Warum fragst du nicht deinen Bruder? Adam? Der würde sich in die Hose machen. Außerdem muss sich jemand um die Schenke kümmern. Aber sein Bogen wäre was. Gut mitgedacht. Danke. Also, du willst dir Adams Bogen ausleihen und dann mit mir zusammen in den Wald gehen, damit wir da Tollkirschen pflücken? Nun ja, die Sache hat einen Haken. Adam wird ihn mir nicht geben, weil letztes Mal die Sehne gerissen ist. Du musst ihn dir von ihm leihen. Ich kann eh nicht Bogen schießen, aber Stibor hat es dir beigebracht, oder? Ja, aber das ist sehr lange her. Das spielt keine Rolle. Wenn der Wolf den Bogen sieht, kommt er nicht näher. Also, wirst du Adam fragen? Du weißt doch, dass er dich mag. Mach ihm schöne Augen, dann gibt er ihn dir. Wenn du das mit Heinrich machst, klappt das vielleicht, aber ich... Komm schon, du bist doch auch ein hübsches Mädchen, Theresa. Treffen wir uns auf der Brücke am See, wenn du den Bogen hast, ja? Jo, alles klar, dann morgen wir das. Vater wird sich freuen, wenn ich den halben Tag damit verbringe, im Wald Tollkirschen zu... Joa, komm. Na schön, ich helfe dir. Aber wenn ich das nächste Mal etwas von dir brauche, will ich nicht hören, dass du unbedingt zu Heinrich musst. Ja. Du bist ein Engel. Theresa. Ja, Gott sei auch mit dir, du. Vom Wolf im Walde. Triff dich mit Bianca nahe der Brücke. Sprich mit Adam, um dir seinen Bogen zu leihen. Beschaffe einen Bogen. Beschaffe Pfeile. Wir brauchen ja beides. So, Adam, wo bist du? B ist Adam. Adam scheint draußen zu sein. Aber wenn heute Abend viel los ist, brauche ich dich. Keine Sorge, bis heute Abend bringe ich sie dir wieder. Du, Adam, pass mal auf. Mann, siehst du fertig aus. Schönen Tag. Da hat einer so richtig keinen Bock, Alter. Lass mir deinen Bogen. Ich habe gehört, dass du gut schießen kannst. Und dass du sogar einen Bogen hast. Ja, das ist richtig. Hab ihn selbst gebaut. Ich treffe den Baum hinter der Schenke aus 20 Schritt Entfernung. Grundgütiger, unglaublich. Würdest du ihn mir eine Weile ausleihen? Ausleihen? Ne Mädchen? Ich weiß nicht, Theresa. Ich würde gut auf den Bogen aufpassen, wirklich. Wenn du mir den Bogen leihst, tanze ich mit dir. Na komm, hey, das wird schon reichen. Adam, wenn du mir deinen Bogen leihst, tanze ich mit dir beim nächsten Fest. Das würdest du? Wirklich? Klar klappt das. Hier, nimm den Logisch Bogen. Klappt das. Und doch ein paar Pfeile. Nimm alles. Nimm alles. Adam. Nimm einfach. Geil. So, wir haben Bogen, wir haben Pfeile. Kann ja nichts mehr schief gehen. So, jetzt müssen wir nur noch zur Brücke latschen, ne? Jetzt müssen wir nur noch zur Brücke latschen. Hau rein, Adam, ne? Bis denn. Ja. Den Bogen sieht er nie wieder. Den wird er wahrscheinlich wirklich nicht mehr... Oh, ist er gut haben. Den wird er wahrscheinlich wirklich nicht mehr wiedersehen. Du musst dich entspannen, Hähnchen.
Ja, alles gut. So, meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst einfach eine Leumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.